Next speaker. Danke schön. Herr Stadler. Herr Präsident, ich habe Abänderungsantrag abgelehnt und ich halte es wirklich für skandalös, dass die EVP dem zugestimmt hat. Frau Lunacek ist ja Mitautorin dieses skandalösen Textes. Er war daher genauso, in Wirklichkeit genauso abzulehnen wie der ursprüngliche Originaltext. Ich wehre mich gegen die Behauptung, dass wenn man den homosexuellen Menschen keine Sonderrechte gibt, dass man dann die Homosexuellen diskriminiert. Das ist infam. Es ist falsch und es ist infam. Daher glaube ich auch nicht, dass Homosexuelle alle glücklich sind mit dieser Vorgehensweise. Ich kenne zum Beispiel Protestbriefe gegen den Lunacek-Bericht von homosexuellen Organisationen aus Österreich, die sagen, wir wollen nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden wie ein schützenswerter indigener Stamm im brasilianischen Urwald. Das sind keine Menschen, die besondere Rechte brauchen. Sie wollen einfach nur als normal und gleich behandelt werden. Daher brauchen Sie die Sonderrechte der Frau Lunacek nicht. Und daher war es falsch, diesem Bericht auch in der abgeänderten Form zuzustimmen, weil er nach wie vor alle giftigen Dinge enthält, die die Frau Lunacek in ihren Originalbericht hineinverpackt hatte. Vielen Dank. Und next speaker ist Madame Costello.